Ja, liebe Freunde, heute wieder auf Tour. Ihr seht, Wetter, naja, Himmel sehr bedeckt, aber es soll ja wieder frei bleiben. Und ich habe nochmal die Scheibe für euch geputzt, damit ihr mir auch glaubt, dass ich die Scheibe putze. Mal sehen, wie lange sie so bleibt. Bist du da? Nee. Ja, jetzt habe ich es mal ausgemacht. Das nervt ja, das hier. Ja, ja. Ja, jetzt führt sie uns natürlich wieder hinten über die Dörfer. Weißt du, nur habe ich gedacht, ach, mach mal ein Motorrad rein und. Was hat sie denn vor hier? Ach nee, ich verstehe das nicht. Ja, wieder nach Lötz wahrscheinlich hoch, ne? Ja, ja. Ja, genau. Weil da drei Kurven auf dem Display sind. Naja. Egal. Ja, auch das gehört zum Motorradfahren. Manchmal ist man sehr langsam. Im ersten Gang auf der Landstraße, das ist ja lange nicht passiert. Naja, ich wollte ihm sowieso die Chance geben, dass er vor uns noch raus kann, wenn wir es sehen. Nicht, dass er Panik schiebt. Es ist ja gleich soweit. Ja, guckt man auch schon. Ja, hier auf der rechten Seite sehen wir gerade den Schonbildschirm von Windows. Ist das Windows 7? Ja, ne? Ich sage, auf der rechten Seite sehen wir gerade Windows 7. Das ist ein großer Gartenbaubetrieb, ne? Ja, na, ich denke mal, die werden ein paar Gästewohnungen haben, ne? Wir haben mal wieder ein Café entdeckt. Dieses ist sehr versteckt. Und das reizt uns natürlich noch mehr, es einmal auszuprobieren. Das Café Lim La Rue in Neuschönau. Leider hat sich die Welt verändert und somit auch die Bewirtschaftung dieser kleinen Cafés. Die mit permanentem Personalmangel haben die Öffnungszeiten geändert. Die mit Geldmangel haben geschlossen. Ist hier eine ganz blöde Ecke, weil man nicht sieht, kommt was von oben oder nicht. Zum Beispiel kann ich diese Gaststätte empfehlen. Die haben wir mit Mayo, weißt du, waren wir ja hier. Mit den Motorrädern, da gibt es auch das eine Filmchen für.
Also der Wels, den sie hier anbieten, sagenhaft. Aber er siehst du ja, ist auch gut besucht, ne? Ja. Also wenn du abends kommst, hast du eine Chance. Weißt du, wenn man so sagt, okay, 17, 18 Uhr. Noch einmal zum Verständnis. Ich führe keine Selbstgespräche, sondern unterhalte mich über Intercom mit Micha. Das hört sich für den Außenstehenden manchmal komisch an. Aber Halbsätze gehören leider zu mir. Frische Landeier, siehst du. In der Stadt gibt es ja auch nur Weicheier, keine frischen Landeier. Ja, ja. Kannst dir Salmonellen holen. Kriegst gleich mit, gratis. Ah, da ist sogar ein Schild, siehst du? Und auch hier wieder diese kleinen, schmalen Straßen, die ich so schön finde. Ja. Ja. Da steht irgendwas von Limaru. Ja. Larifari. Ja. Das sind so eine versteckten Orte. Doch, da könnte das sein hier. Ja. Und das kannst du gerne tun. Ja, anders geht's ja nicht. Kann ja nicht das Haus umdrehen. So haben sie ja nett gemacht, ne? Nett gemacht, aber was ist passiert? Leider geschlossen. Leider geschlossen, weil wir nicht darauf geachtet haben, dass hier Sonntag zu ist. Sonntag? Ja, im Internet steht zumindest. Naja, man kann nicht immer Glück haben. Was soll das alles?
das bedeuten? Von 20 bis 6 springen die mit 70 km/h oder? Dein Höhenmesser, auf wie viel haben wir es geschafft hier? Ja, die Landschaft ist sagenhaft, ne? Ja, das glaubt immer keiner, dass es so im Norden auch aussehen kann. Auch hier sieht man, dass der Fahrradtourismus zunimmt. Siehst du? Wollen wir nur hoffen, dass er nicht heute fährt hier. Es wird nämlich eng. Damit ist der Überlandbus gemeint. Ja. Wahrscheinlich, ja. Der hat nicht mal versucht, ein bisschen auf die Bremse zu steigen. Ja, Stuke. Schloss Ulrichshusen. Sind wir da schon angekommen jetzt? Na, wir fahren mal in die Richtung. Ich hätte gesagt, das Müllerhaus, dass das vielleicht schon alles hier so ist. Vorbei am Gut Ulrichshusen, welches ebenso Übernachtungen für Menschen, die Ruhe benötigen, anbietet, geht es in Richtung Schloss. Und wir hoffen dort auf einen Kaffee. Da sind wir schon. Jetzt muss man bloß noch mal gucken, was steht hier dran. Mecklenburg, das ist der Kapellenweg. Nö, muss wohl geradeaus noch ein Stück. Das Schloss Ulrichshusen ist bekannt für seine Konzerte im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommerns. Aber auch als Hotel hat es einen sehr guten Ruf. Als Ausflugsziel ist es auf jeden Fall ein interessanter Ort. Die Geschichte reicht bis 1562 zu Ulrich von Molzahn zurück. Die späteren Malzahns
sind in der Mecklenburger Geschichte eine wichtige Familie und tauchen heute immer wieder auf, wenn es um Herrenhäuser und Schlösser geht. Mehr Geschichte bitte selbst nachlesen. Ja. Naja, nö, weiß ich gar nicht mehr. Oder kannst du mal sehen, wie lange wir schon nicht mehr hier waren? Da, wo die jetzt rauskommen, da ist ja normalerweise die Gaststätte. Scheint zu halten. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. So, dann werden wir wieder los. Und wir fahren nicht mit den grünen Ungetümen, sondern wir nutzen weiter einspurige Fahrzeuge. Wobei das vielleicht wirklich mal richtig gut oder richtig interessant wäre, ne? Mit so einem Ding. Ja, so durch die Gegend zu tuckern, genau. Hätte mal was. Ja, das kann man ja mal planen. Vielleicht mit allen zusammen oder sowas. Ja, ja, darum, man kann sich dann ja, genau, man kann sich ja unterwegs immer ablösen, weißt du? Ne, dann braucht man ja nicht drei unterschiedliche oder vier, sondern nicht bloß zwei solche Dinger und kann dann trotzdem mit allen fahren, ne? Ja. Na gut, los geht's. Geradeaus? Geradeaus.
Huch, irgendwer hat hier an meinem Spiegel rumgestellt. Wer wollte denn da mehr sehen wie ich? Jetzt ist er so, wie ich ihn kenne. Ach nee. Ach so, ich wollte gerade sagen, nicht, dass es jetzt die ganze Zeit so bleibt hier. Warte mal. Nö, mit der Kamera bloß mal so ein bisschen in die Richtung halten. So. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, wir konnten mit diesem Filmchen einen kleinen Anreiz setzen und euch zu einem Besuch des Schlösschens Ulrichshusen animieren. Mit dem richtigen Weg ist die Anfahrt landschaftlich reizvoll. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Was bleibt noch zu tun? Natürlich das Betteln um Abo, Daumen und Kommentare. Ich hoffe, es hat gefallen. Bleibt uns treu. Bis dann.